Der Wanke lebt wieder. Ganz anders, als wir dachten, aber er ist wieder da. Das hier ist ein Mazda MX-30. Und wenn man dann mal weiterliest, REV, ein Rotary Electric Vehicle. Und diese Antriebsvariante soll dem Wankel ein neues Leben geben. Aber er darf nicht etwa die Räder antreiben. Er hat eine richtig neue Aufgabe. Und zwar, es gibt einen E-Motor mit 170 PS. Der treibt den MX-30 an. Und dann daneben gibt es einen Wankel, eine Scheibe, 830 Kubik, 75 PS, der nur eine Aufgabe hat. Erzeuge Strom, 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 damit der E-Motor immer vorwärts kommt. Und dann hast du halt einen relativ kleinen Akku in diesem Auto drin, sollst trotzdem in Summe knapp 700 Kilometer weit kommen. Und immer wenn Not am Mann ist, springt der Wankel ein. Denn ein Wankel soll ja weniger Vibrationen haben, runder laufen. Und wenn er nicht so viel Drehzahlschwankungen hat, ist auch der Verbrauch nicht so schlimm. Ist das eine coole Idee, dem Wankel so ein neues Leben einzuhauchen? Und übrigens, ja, das gibt es jetzt schon. Für Menschen wie uns.